Grüezi miteinander, Videoblog Teil 2. Ich habe Ihnen letztes Mal ja gesagt, ich koche mir jeden Abend zur Nacht. Gestern bin ich aber bekocht worden, meine Tochter hat Sushi gemacht. Wir sind jetzt schon 3 Wochen in der außerordentlichen Lage, darum haben wir eine Haufen Zeit zum Neues ausprobieren, halt einmal japanische Spezialitäten statt Malunz und Kapunz. Die Bündner Regierung hilft auch Musikern. Wir haben diese Woche ein Paket geschnürt für die Wirtschaft und wir haben unsere Nachbarn im Tessin getroffen, um mit ihnen die Lage zu besprechen. Nachbarschaftshilfe ist etwas ganz Wichtiges. Wir wollen ja niemanden zurücklassen. Wenn ich zum Beispiel poste, dann rufe ich immer an meiner Nachbarin der Barbla zuerst an und frage sie gerade, ob sie auch noch etwas braucht. Es ist sehr erfreulich, wie viel Nachbarschaftshilfe es gibt. Auch ganz spannende Initiativen, die hier entstanden sind. Wir haben hier für sie wieder das Plakat gemacht. Unter www.gr.ch Coronavirus findet man sowieso immer alles. Aber da hat es auch ganz verschiedene Initiativen. Graubünde Hilfe zum Beispiel, GR Help. Wir haben auch etwas bei Rivalli Meridionale in Sembel. Und wir haben einen Flyer, wo man Hilfe anbieten kann, wenn man der möchte, jemanden unterstützen. Natürlich ist es auch nicht verboten, einfach den Nachbarn oder den Bekannten und Verwandten mal zu telefonieren und zu sagen, du brauchst etwas, kann ich behilflich sein. Natürlich gibt es auch viele Geschichten online, die man schauen kann. Ich habe mir zum Beispiel hier online einen Tipp geholt zum Haarschneiden. Mein Coiffeur, der Buccieri, hat ja leider auch zu. Und jetzt testen wir das hier gerade einmal. Ich kann mich hier aufschalten und haben wir jetzt hier. Also Sie müssen im Fall nicht warten. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke. Es ist sehr kompliziert, funktioniert es mir gerade so.